Moin Autopflegefreunde! In diesem Video erklären und zeigen wir euch zwei Methoden, eure Autopolster und Teppiche zu reinigen. Los geht es mit einer günstigen Variante ohne viel Equipment. Und danach schauen wir uns eine in der Anschaffung teurere Variante an, die sich für manche aber durchaus rentieren könnte. Los geht's! Wir haben hier zwei sehr verdreckte Autositze. Von Wasserflecken über Essensreste bis zu Sanddreck und sogar Klebereste ist hier alles zu finden. Für die günstige Methode brauchen wir einen guten Polsterreiniger, eine Polsterbürste, ein saugstarkes Tuch und Handschuhe. Wer möchte, kann eine Sprühflasche nutzen, falls der Reiniger erst angemischt werden muss. Wir verwenden den sehr guten Polestar von Kochchemie in einem Mischungsverhältnis von 5 Teilen destilliertem Wasser und einem Teil Reiniger. Es geht zwar auch mit normalem Leitungswasser, aber durch die Verwendung von destilliertem Wasser ist die Wahrscheinlichkeit von auftretenden Wasserflecken deutlich reduziert. Alle verwendeten Produkte und Hilfsmittel sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor ihr mit der Reinigung beginnt, sollte der Sitz gründlich abgesaugt werden. Danach sprüht ihr den angemischten Polsterreiniger auf den Sitz. Achtet dabei darauf, den Sitz nicht zu sehr zu durchnässen. Wer möchte, kann die umliegenden Teile mit Tüchern abdecken. Wir wollen in diesem Fall das ganze Fahrzeug reinigen, sodass wir darauf verzichten. Wer empfindliche Polster hat, kann den Reiniger erst an einer unauffälligen Stelle testen. Danach wird der Reiniger mit der Bürste eingearbeitet. Verwendet auf jeden Fall eine Polster- oder Lederbürste und versucht immer mit der Faser zu bürsten. Die Bürste sollte nicht zu hart sein, da ihr sonst die Fasern dauerhaft beschädigt. Wenn der Sitz nur leicht verschmutzt ist, geht nur sehr sanft mit der Bürste übers Polster. Wenn die Verschmutzungen wie in diesem Fall sehr stark sind, könnt ihr auch mehr Kraft aufwenden. Im Anschluss nehmen wir den gelösten Dreck mit einem leicht feuchten Tuch auf. Im besten Fall nutzt ihr im Anschluss noch ein zweites trockenes Tuch, um den Sitz komplett zu trocknen. Das war's auch schon. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bis auf die weißen Klebereste konnten wir alle Verschmutzungen entfernen. Falls bei euch noch Verschmutzungen zu sehen sind, wiederholt den Vorgang einfach so oft, bis alles gereinigt ist. Wer tiefsitzenden Schmutz wie klebrige Getränke, Urin oder andere unangenehme Flüssigkeiten im Polster hat, der sollte jedoch auf ein Sprühextraktionsgerät zurückgreifen. Die Anwendung ist genauso einfach wie bei der ersten Methode. Ein Gerät kann man sich im Baumarkt oder der Drogerie leihen oder man investiert in ein eigenes Gerät. Wir verwenden den Bicel Spot Clean Pro, den ihr schon für unter 200 Euro erwerben könnt. Wir haben den Spot Clean Pro in einem Video ausführlich getestet. Klickt dafür oben rechts in die Infobox oder wartet bis zum Ende dieses Videos. Dort haben wir den Test für euch verlinkt. Auch der Beifahrersitz ist sehr verschmutzt und muss dringend gereinigt werden. Bevor ihr loslegen könnt, müsst ihr das Sprühextraktionsgerät mit einem geeigneten Reiniger und destilliertem Wasser befüllen. Bicel bietet einen eigenen Reiniger an, den wir empfehlen können. Auch vor dieser Reinigungsmethode empfehlen wir, den Sitz erst abzusaugen. Danach nutzt ihr die Sprühfunktion eures Geräts, um den Sitz zu befeuchten. Hier könnt ihr deutlich mehr Reiniger einsetzen als bei der ersten Methode, übertreibt es aber nicht. Danach arbeitet ihr den Reiniger mit einer Bürste ein. Unser Gerät hat eine integrierte Bürste im Kopfaussatz, die wir nutzen. Ihr könnt aber auch eine Polsterbürste verwenden. Zu guter Letzt saugt ihr den Reiniger und alle Verschmutzung aus dem Sitz heraus. Seid dabei sehr gründlich und saugt so lange, bis keine Flüssigkeit mehr im Kopf zu erkennen ist. Auch hier können nach Bedarf mehrere Durchgänge gefahren werden. Damit ist auch der Beifahrersitz wieder sauber. In unserem Fall haben beide Methoden zu einem großartigen Ergebnis geführt. Nutzt im Zweifelsfall erst die einfache Methode und wenn das nicht hilft, leiht oder kauft euch ein Sprühextraktionsgerät. Die Investition kann sich lohnen, da man mit diesen Saugern auch Polster oder Teppiche in eurem Haushalt oder den von Freunden und Verwandten reinigen kann. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Für mehr Videos abonniert den Kanal kostenlos. Hier seht ihr beispielsweise den Test zum Bicel Spot Clean Pro. Das ist das Gerät, das wir auch für dieses Tutorial verwendet haben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Euer Team von Auto Lifestyle.